Hallo und willkommen zurück zu diesem Video. Ich wollte kurz vorher zwei Sachen ansprechen, bevor das eigentliche Video startet. Und zwar das eine, dass ich immer noch am Fertigstellen von diesem Fragen- und Antworten-Video bin. Leider ist mir ein bisschen Videomaterial verloren gegangen, deswegen dauert es noch. Und das andere ist, dass in einer der Aufnahmen sehr viel Wimperntusche über meinem Auge zu sehen ist, für die, die es erkennen können. Und das habe sogar ich beim Schneiden des Videos gemerkt. Das muss was heißen. Das heißt, ja, ich habe dann überlegt, ob ich die Aufnahmen einfach nicht nutze. Aber dann dachte ich irgendwie so, that's how it is. Tusche mir die Wimpern wirklich nur alle paar Monate und dann male ich mich immer über. Und ja, vergesse es manchmal dann, das wegzumachen, weil ich halt, wenn ich mich im Spiegel angucke, einfach nicht bemerke. Deswegen auch das ist eben Teil meiner Realität und deswegen bleibt es drin. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude bei dem Video. Ist bewusst geworden, wie unfassbar, unverhältnismäßig viel ich Entschuldigung und Danke sage. Und dieser Umstand ist auf jeden Fall im Zusammenhang mit meiner Sehbehinderung, denn es ist ja so, dass ich wirklich auch überdurchschnittlich häufig Hilfe brauche im Alltag, überdurchschnittlich häufig Umstände mache. Ich nenne es jetzt mal so, so fühlt es sich zumindest an. Dann gibt es noch viele unfreiwillige Momente, in denen man irgendwas nicht mitbekommen hat, sich auch wieder entschuldigt, bla bla bla. So oder so führen diese Faktoren dazu, dass mittlerweile ich irgendwie diese Begriffe, die rutschen schon so aus mir raus und die stehen gar nicht mehr für das, was eigentlich dahinter ist, weil zum Beispiel Dankbarkeit ist ja ein schönes Gefühl. Ich wette auch, manche Menschen würden sagen, man kann nicht genug Danke sagen, man kann die ganze Zeit Danke sagen. Nein, wenn es sich nicht aufrichtig und echt und gut anfühlt und aus diesem Gefühl, weil ich habe voll häufig dieses echte Gefühl von Dankbarkeit. Und dann ist es ja auch voll schön, sich zu bedanken. Aber wenn es eher immer dieses so, oh Gott, jetzt habe ich schon, ah ja, danke, danke. Und am besten sagt man es noch fünfmal anstatt nur einmal oder entschuldigt sich fünfmal anstatt nur einmal Entschuldigung. Also so bin ich. Trick, den ich mit euch teilen wollte, der voll den guten Effekt auf mich zumindest hat. Und das ist voll spannend, weil ich habe das gar nicht bewusst angefangen. Aber ich sage voll häufig mittlerweile so, ich brauche mal kurz deine Augen. Oder ich sage, kann ich mir kurz deine Augen ausleihen? Ganz explizit so auf diese Fähigkeit reduziert, brauche ich dann oft Menschen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das hat bei mir selber so die Auswirkung, dass ich das irgendwie viel weniger unangenehm finde, weil ich selber weiß, das ist einfach was, was mir fehlt. Ich kann einfach kaum sehen. Ja, voll. Ist der Waschbär hier draußen? Ja, der sitzt hier auf dem Stuhl. Selina macht Schokolade hier. Ich finde diese Stille einfach so. Deswegen laber ich die ganze Zeit. Die Piraten, diesen Drachenzahn-Anhänger. Den echten Drachenzahn. Das hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich auch nicht. Ich wollte kurz mit euch teilen, dass ich momentan in meiner Phase, in der meine Augen wirklich sehr angestrengt sind, wirklich ständig mit Augen zu irgendwo sitze, auch in Seminaren und einfach nur zuhöre. Und heute saß ich in einem dieser besagten Seminare und habe die ganze Zeit mit geschlossenen Augen zugehört und dachte plötzlich so, wow, richtig nice. Das hätte ich früher niemals gemacht, weil ich immer gedacht hätte, die Leute denken, ich schlafe, die Leute denken, ich bin unhöflich, die Leute denken, ich bin strange. Ja, und jetzt ist mir das irgendwie einfach ziemlich egal. Ich habe gerade einen Tagesthemenbeitrag gesehen zum Tag der Sehbehinderten. Und ich fand den so krass bedrückend. Ich halte morgen zwei Vorträge. Und zwar zum Thema Punktschrift. In dem Zuge habe ich A, mir nochmal bewusst gemacht, wie unfassbar krass einfach die Punktschrift ist. Also sowohl quasi die Grundform als auch dann die Kurzschrift. Und auch,
Louis Braille, also der Erfinder von der Punktschrift, wie wir sie heute kennen. Was das einfach für eine krasse Geschichte ist von diesem Mann, also beziehungsweise eigentlich könnte man schon fast sagen Jungen, weil er ja in seiner Jugend die Punktschrift entwickelt hat. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mich das sehr berührt, das nochmal alles so zu hören und lesen. Und natürlich auch voll die Dankbarkeit an diesen Menschen. Der hat quasi Generationen von Menschen einen Weg geebnet. Und jetzt nicht nur bezogen auf Bildungszugänge und so, sondern wirklich ja auch Lebensqualität in alle Richtungen. Gleichzeitig ist es ja so, dass unheimlich wenig blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen noch die Blindenschrift lernen oder gelernt haben, was unterschiedliche Gründe hat. Ich wollte mal eure Meinung erfragen. Also wenn ihr Lust habt zu berichten, ob ihr die Punktschrift gelernt habt und warum, warum nicht, falls ihr es gemacht habt, wie es für euch war und so weiter. Also ja, würde mich sehr interessieren. Komm raus! Ich wollte kurz mit euch teilen, dass es einige krasse Errungenschaften im Bereich Uni momentan gibt, weil ich durch einige Aushandlungen laufe mit Dozierenden, was Prüfungssituationen angeht. Ich habe jetzt zum Beispiel mit einer Dozentin vereinbart, dass ich eine mündliche Prüfung anstatt einer Klausur habe. Und in einem anderen Modul ist auch das Schriftliche ins Mündliche gerückt. Und das war zum Beispiel ein Gespräch, bei dem ich dann mich auch so irgendwie so unsouverän gefühlt habe, weil ich auch so geweint habe und irgendwie gar nicht klar kam, was mir halt zeigt, wie viel da noch so, dass das echt schon sehr tief sitzt, so diese Verzweiflung. Ich hätte das früher niemals gemacht. Und ich merke ja auch immer noch, wie unangenehm es mir ist. Ne? Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ja, ich da mittlerweile irgendwie Kraft für habe. Und auch eine richtige Haltung für habe. Ne? Früher hatte ich die Haltung gar nicht, dass ich irgendwie ja, das Gefühl hatte, dass mir das zusteht. Aber natürlich steht es mir zu, dass ich irgendwie, meine eine Dozentin, mit der ich diese eine Aushandlung hatte, die meinte, und das fand ich so gut, die hat gesagt, naja, natürlich, es geht ja nicht um Gleichwertigkeit, es geht um Gleichartigkeit, was die Prüfung betrifft. Das fand ich super gut formuliert, das merke ich mir jetzt auch. Weil wenn man versucht, gleichwertig alle Menschen zu bewerten, die teilweise aber völlig verschiedene körperliche Voraussetzungen haben, dann weiß man ja schon, wer durchfällt. Ich werde jetzt meine Mitbewohnerin erschrecken. Ich bin heute extrem frustriert gewesen, weil ich so eine Studie von 89 Seiten irgendwie durchgehen musste und die Kapitel rausschreiben. Und es war ultra anstrengend für die Augen. Und ich habe gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Also ich war wieder so in diesem Modus von so, ich wünschte, ich hätte keine Sehbehinderung und das wäre so viel einfacher und das stimmt auch. Aber diese Gedanken bringen halt so wenig, ne? Und das, was ich aber eigentlich teilen wollte, ist,
dass der Frust ist ja eigentlich die eine Sache und es ist ja auch gar nicht so schlimm, zwischendurch mal frustriert zu sein. Das ist auch vielleicht sogar normal und okay und alles. Aber was bei mir halt passiert, ist, dass ich das dann zum Teil irgendwie nicht anerkenne. Also diesen Frust bewerte als irgendwie entweder übertrieben oder nicht konstruktiv. Und es ist voll krass, weil bei diesem Thema Leistungsfähigkeit und was schaffe ich und was schaffe ich nicht und so, da läuft so viel merkwürdige Profilierungsscheiße bei mir ab. Also gegenüber anderen, ja, aber auch gegenüber mir selbst. Also irgendwie funktioniert es bei mir nicht, dass ich einfach manchmal so sagen kann, okay, das war jetzt richtig anstrengend heute. Heute war richtig anstrengend. Ich war heute richtig frustriert. Sondern dass immer irgendwas da mitläuft oder irgendwie so ein Einfluss auf das Selbstbild dabei entsteht und das dann eben wiederum irgendwas mit mir macht oder eben ja, das sofort in so eine Kategorie. Also ich weiß nicht, ob ihr gut versteht, was ich meine, aber es ist halt es ist einfach anstrengend. Warum läuft da so viel mit? Und wie ist das bei euch? Langsam wird meine Mitbewohnerin einfach zum Hauptopfer des Umstandes, dass ich mich einfach so langweile an Tagen, an denen ich einfach nur Bachelorarbeit schreibe, die ganze Zeit und hier hocke, das Leben an mir vorbeizieht. Okay, vorhin hat es nicht geklappt, weil sie gar nicht gekommen ist. Ich versuch's jetzt nochmal. Und es geht um Folgendes. Also ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und bin schwer sehbehindert. Ich merke, dass die Bachelorarbeit schon die bisher größte Belastung für meine Augen darstellt. Also ich habe zwar fast angefangen zu heulen, warum auch immer, bei diesem Gespräch. Aber es lief ziemlich gut. Die Person war sehr offen und sehr unterstützend. Und ich werde jetzt nicht barrierefreie Programm, Software, wie auch immer, nutzen, sondern das manuell machen und kann damit, also das ist zwar irgendwo auch nochmal ein Mehraufwand, aber ich kann meine Augen entlasten und das ist einfach alles, was momentan zählt. Wirklich. Hier erkläre ich gar nicht, was genau eigentlich abgeht. Und zwar ist es so, dass ich feststelle in dieser Bachelorarbeitszeit, dass es mir wirklich sehr viel schwerer fällt, als sonst, ja, klarzukommen. Also ich bin sehr am Kämpfen mit meiner Situation und stelle halt auch fest, dass es eigentlich keinen wirklichen Nachteilsausgleich gibt bei der Bachelorarbeit. Denn Zeitverlängerung bringt einem da gar nichts, wenn man hier anmelden kann, wenn man möchte. Und ja, die Realität ist einfach, dass es unfassbar augenlastig alles ist und es geht mir gar nicht um den Mehraufwand, es geht mir vor allem darum, dass es meinen Augen so schlecht geht. Deswegen habe ich angefangen, mich für ein paar Sachen einzusetzen, beziehungsweise nach Alternativen zu fragen, für zum Beispiel eben dieses eine Programm, was ihr jetzt in der Szene gesehen habt. Kann euch auch nur immer ermutigen, das zu probieren, weil häufig sind natürlich Dozierende und Unis auch gewollt, da noch mehr auszugleichen. Ich werde das Video jetzt beenden mit einer letzten Erschreckaktion. Ich weiß, dass du da bist.